Yo, 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 Party People, Marvin, Andreas am Start. Heute erzähle ich eine kleine Geschichte über mein Album Analog Ketchup. Na, was ist die Idee dahinter? Wie ist der Name entstanden? Welche Wahnsinnskünstler ich dieses Mal zusammengetrommelt habe? Ein bisschen zu jedem Track eine Geschichte. Was steckt dahinter? Wie bin ich da drauf gekommen? Wie ist das entstanden? Anhand von Cubase erkläre ich euch dann auch noch ein paar Producing-Tipps und ein bisschen Mastering. Pipapo. Ja? Also, was ist die Idee hinter Analog Ketchup? Gar keine. Die Idee war, ein Konzeptalbum zu machen. Sprich, ich habe keine Ahnung am Ende, was dabei rauskommt. Von vornherein bis zum Ende. Die Künstler kommen hier rein und ich weiß noch nicht mal, um was es bei dem Track gehen soll. Die Idee war, ein Konzeptalbum zu machen ohne Hand und Fuß. Ich habe keinem Künstler irgendwas vorgegeben. Ich habe die Tracks verschickt, habe gesagt, schreibt, was ihr wollt. Auf den Namen bin ich gekommen, als ich im Fernsehen eine Reportage gesehen habe über Analog Käse und ich habe mir einfach gedacht, hey, wieso gibt es eigentlich kein Analog Ketchup? Wer ist dieses Mal mit dabei? Natürlich, der Ilstyles ist. Einfach weil er es kann und weil ich ihn mag und weil er, der kommt ins Studio, der singt ein und der Track ist fertig. Der hat für das vorletzte Album, ich glaube, 1,5 Stunden gebraucht, um alle Tracks einzusingen. Hammer. Der Typ ist Hammer. Solid MC, dieses Mal dabei, ewig nicht gesehen, den Typen, schon früher im Proberaum mit dem Freestyle-Tracks gemacht, mischt jetzt wieder mit bei mir im Team und ja, einfach unfassbar, dieser Solid, was der kann, der Hammer-Typ, Solid MC, sollte man sich merken, den Namen. Gut, jetzt zur Track-Geschichte ein bisschen was. So, der erste Track, um den es geht, ist Geschichte featuring Solid MC. Na, wir hören mal gerade rein. Hart am Limit und feiern wie Atari, aber auch das ist eine Scheiß-Safari. Wir wurden älter und die Texte tiefer. Rap-Dinosaurier rausgehämmert aus Schiefer. Philosophische Ansicht und 4000 Zuschauer. Ganz ehrlich, diese Crowd war meine Mauer. Das ist meine Geschichte. Meine Geschichte. Von der ich euch berichte. Direkt in dein Gesicht. In dein Gesicht. Bis die Barriere bricht. Bis sie bricht. Siehst du die Zeichen nicht? Die Zeichen. Wenn jedes Teil zerbricht. Wenn das ist mein Gedicht. Zerbricht. Und deins hat kein Gewicht. Aus meiner Sicht. Und ich umarm das Licht. So viel Duft. Der zweite Track, über den ich ein bisschen was erzählen will, ist Unrappbar. Das war so, ich habe den Künstlern die Beats geschickt und jeder hat bei diesem Beat gesagt, hör mal, der geht gar nicht. Melodie passt mir nicht, Beat passt mir nicht. Das, boah, was soll ich denn da drauf singen? Ist mir zu Depri, boah, ist mir zu trappig. Und im Endeffekt hat jeder gesagt, ja, der Beat ist Unrappbar. Und dann habe ich mir gedacht, nö, finde ich nicht. Und deswegen Unrappbar. Wir hören mal rein. Zur Musik sind echt, ich sag. Ich schmeiß mit Stühlen aller Bier mit schlecht, Enttäuschung pur. Was zur Hölle soll ich diese Täuschung nur? Digga, stell mal deine Uhr, dass sie wieder passt wie die Frisur. Als Arzt verschreibe ich dir eine Kur. Du sagst, der Beat ist Unrappbar. Gebe einen Fick auf dich und deine Rapper. Trap Beats, Crack Beats, Bitches extra. Riesengroßer Bullshit wie Carmen Electra. Fahr doch einfach weg mit deinem Vectra. Laber doch kein Dreck wie Hannibal Lecter. Bitches bounce. Und zwar zum fetten Marvin Sound. Jo, Unrappbar, ich habe bewiesen, der Beat ist rappbar. Ich finde, das Ergebnis ist ganz gut geworden. So, der nächste Track, über den ich kurz was sagen will, ist Realness. Mit Solid MC natürlich, wer auch sonst. Und Illstyles. Ne? Und meiner Wenigkeit, ich habe mich mal dazu gemischt. Realness, da geht es einfach auch bloß drum, authentisch, echt zu sein, Spaß zu haben, zu rappen, ein fetter Beat im Hintergrund und ja, Solid MC hat den Anfang gemacht, der hat einfach mal irgendwie den Refrain eingesungen,
Mutterficker, was ist Realness? Und wir wissen es bis heute noch nicht. Hören wir mal. Du willst battlen, höchstens auf der Straße sitzend. Sorry, not sorry, ich muss dein Mist switchen. Doch ich gestehe, du bist ohne Konkurrenz. Und das aufgrund deiner Lyrikimpotenz. Mutterficker, was ist Realness? Bitch, check diese Deepness. Scheiße, bist du Dreck! Halt dein Maul, du fetter Gaul. Augen auf, wenn der Cruiser, der Producer kommt. Solid MC, frag mal bitte nach, ey, was ist Realness? Viele Tracks in me, drück doch Skip, wenn es dir zu viel ist. Marvin droppt den Beat, der Illy, der zu... Ja, fett, Alter, fett. So, der nächste Track ist, ach, wie heißt er denn? Style Massacre featuring Seva und Didi, die ich über Instagram kennengelernt habe. Und letztendlich habe ich denen einen Beat geschickt, die haben mir die Audio-Files geschickt. Ich habe es zusammen gemischt, gemastert und fertig war der Track. Jetzt hat meine Battery aber hier leider mal kurz die Samples verkackt. Moment bitte. Quatsch. Ja. Und das. So, hören wir mal rein. Ja, ich spule mal vor. Shut the fuck up, elegant und panzert. Ich lichte wie ein Zehnmann den ganzen Anker auf den Grund. Dann wird es entspannt, das Samstag. Marvin, der sucht uns selber malt alles bunt. Wir setzen einen Marker und benutzen den Beat als seelischen Sandsack. Seelischen Sandsack. Wie jung muss ich die? Ich regelmäßig gegen eine Wand klatsch, gegen eine Wand klatsch. Kurz gesagt, Rapper vermehren sich weiter wie Tunden in einer fucking Schulenbar. Der Untergang aller Huren, so ein Trapper wurde mehr als nur einmal vorhergesagt. So, der letzte Track, zu dem ich ein bisschen was erzählen will, ist Tiptop. Auch wieder ein mega spontanes Feature mit Solid MC, Ill Styles und Seva. Sehr geil geworden, übelst oldschool. Ziehen wir uns mal rein. Zeile für Zeile, alte Schule, dennoch Tip-Top. Immer on point, ja mein Freund, das ist Hip-Hop. Das ist echter Hip-Hop. Tight Flip-Flops. Keine tausend Klicks, doch alles was aus meinem Haus kommt, Digga, ist Tip-Top. Echter Hip-Hop. Echter Hip-Hop. Alles was aus meinem Haus kommt, Digga, ist Tip-Top. Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich bin Solid und ich ficke sie auch gern. Haus der Zeit, als der Rap noch lebte, kam dieser MC und die Erde bebte. Du Sahne Bonbon, wer das Schächte? Hör hin, ich erklär dir die Rechte. Hier die Linke, ich brech dir den Zinken. Eintritt, Digga, deine Beine hinken. Hier geht es um den wahren Hip. Ja, Mann, wahre Hip-Hop. So. Keine Ahnung, folgt mir auf Instagram, Marvin Andreas, Marvin Beats, geht ab, Bruder. Im nächsten Video zeige ich euch mal kurz, wie ich vorgehe, wenn ich Beats mache. Peace out, Party People.